So, hallo und herzlich willkommen auf Twitch zu Fable 3. Das noch angucken können. Mit dabei ist. Wer ist er? Isabo 344. Meine Frau. Na, geh doch mal drin da. Und. Ja. Legen wir mal los, wa? Folgen wir mal den Herrn Walter da hinten. So, du musst ja. Wir sammeln erstmal ein, wir gehen nicht zu. Also nicht zu Walter. Was machst du da? Pfui. Das war kein Hauptmove. Ferkel! Ich verhungere. Danke. Ich gebe dir meine Puppe für etwas zu essen. Sie ist echt gut. Sie heißt Sadie. Nee. Ich brauche Essen. Hast sie gedrückt und fertig. Oh. Wollen wir die Kisten da alle einsammeln erstmal? Ich brauche Essen. Ja, na okay, die XP, genau. Oh, klatschen für dich. Hey, wieso kriege ich keine Punkte? Wird aber nicht angezählt. Ich brauche Essen. Beim Gildensiegel. Naja, okay. Info, kindisch. Ich kann nur rülpsen, ich Ferkel. Okay. Schneeessen ist eklig. Haben wir denn hier irgendwelche Kisten? Ich hab ja kein Geld, ich brauch ja Geld. Ich brauch ja Money. Komisch. Bist du denn schon weiter oder hast du neu angefangen? Du bist weiter, oder? Ich bin so schwach. Über dein Dings da, wie alle anderen. Helft uns bitte. Ja, ich auch nicht. Also müssen wir erstmal hier die Mistys machen. Komm, hopp. Ich verhungere allmählich, wie alle anderen. Helft uns bitte. Nein, ich kann keinen Start drücken. Ich bin doch noch gar nicht so weit, du Nulpe. Bei mir wird doch erst das dämliche Dings freigeschalten, das Versteck. Das willst du doch. Nein, ich kann aber mich jetzt nicht beamen. Wenn ich auf Start drücke, kann ich nur neues Spiel anfangen. Spieloptionen machen oder sonst irgendwas. Ich kann nichts machen. Da, gucke. Spielverwaltung habe ich. Spieleinstellungen, neues Spiel entfernen. Es ist so kalt. Du hängst doch hier den ganzen Dorfbewohner am Hals. Nicht ich. Der Mann, den wir überzeugen müssen, heißt Sabine. Alt und stolz, aber ein guter Anführer. Er wird nicht so schnell Treue schwören, schon gar nicht einem Prinzen. Ich spreche lieber zuerst allein mit ihm. Ihr solltet euch vielleicht neue Kleider besorgen, während ich mit Sabine rede. Etwas weniger Majestätisches. Ja, und jetzt kann ich dann nämlich mich dahin beamen. Ich habe nur wenig Gold, aber es sollte reichen. Und vielleicht könnt ihr den Rest unter den Leuten verteilen. Sie brauchen es dringender. Wo bekomme ich Kleidung? Oh, keine Sorge. Ihr findet schon jemanden, der Geld von euch nimmt. Ich glaube, 5 Millionen. Und jetzt wünscht mir Glück. Hä? Ich bin so schwach. Ich brauche Essen.
vor. Alles kaufen. Hallo, Sir. Jasper hier. Hallo. Dann hieß es keinen Unterschlupf betreten. Ich spreche... Ah, hallo. Im Unterschlupf ist auch eine ich Ankleide. Ich habe Geschenke hier. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Ach ja, stimmt ja. So, da ist noch Kleiderkammer. Siehst du, ich habe noch Spinnenweben dran. Ah, lauf doch rein, du Penner, Mann. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf euren Reisen... So. Na also, ihr seht wie ein Vagabund aus. Ich hoffe, ein diese neue Kluft ja, ist ebenso knapp, bequem ey. Wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Danke. Jetzt, da ihr angekleidet seid, solltet ihr zu Sir Walter zurückkehren. Es ist Zeit, diesen Sabine zu treffen, von dem man so viel hört. Und dann? Ja, aber das wird nicht angezeigt. Ich bin so schwach. Komisch, warte mal, also. Naja. Das kann so nicht weitergehen. Haben wir doch wieder einen Bug gefunden, alles klar. Ich muss bald irgendetwas essen. Das ist besser. Das leicht Gammlige steht. Das leicht Gammlige steht. Ich habe mit Sabine geredet, alles erklärt und. Na, ich sagte ja, dass er schwer zu überzeugen ist. Kommt. Siehst du mich hier nicht mal weg, Junge? Aus dem Weg, Boulder. Ich kann nicht sehen. Welch Glanz in unserem Heim. Ein echter Prinz. Ein sehr weiter Weg vom Schloss. Prinz. Wie gefällt euch unser Zuhause? Gefällt euch, was euer Bruder uns angetan hat? Diese Berge haben immer uns gehört. Jetzt hat Logan sie erobert und tötet alles Leben in ihnen. Oh, wir sind kampfbereit. Aber warum sollten wir Logans Sippe folgen? Vertraut mir, ich halte mein Wort. Ja, wir geben hier nicht besonders viel auf Worte. Wir sind einfache Leute. Stimmt das nicht? Was wollt ihr dann? Beweise. Erstens, beweist, dass ihr, wie Walter sagt, ein Held seid. Das ist leicht getan. Unter Bright Wall gibt es eine Geheimkammer, die von eurem Vater gebaut wurde. Nur Helden überleben die Prüfungen. Und finden die Reliquien darin. Bringt mir eines der alten Objekte und ich werde euch glauben. Zweitens, beweist, dass ihr wert seid, uns in die Schlacht zu führen. Hierfür müsst ihr die Söldner erschlagen, die das Mistpeak-Tal plagen und uns das Leben schon lange schwer machen. Drittens, beweist, dass ihr ein Anführer seid. Überzeugt unsere Nachbarn in Bright Wall, ihr Essen mit uns zu teilen. Boulder. Oh. Ohne Essen sterben wir. Und Tote sind schlechte Verbündete. War's das? Ja, das war's dann. Dann mal los. Viel Glück. War nett mit euch. Na, na los. Na, dann los. Schön, dass das Alter Sabine nicht verändert hat. Und ich weiß, welchen Ort er gemeint hat. Euer Vater hat die Kammer unter der Brightwall Akademie gebaut. Albions größte Bildungsstätte. Geht doch mal weg, Mann. Zumindest... bis Logan sie geschlossen hat. Zeigt dem Bibliothekar euer Gildensiegel. Er wird schon mehr kennen. Ich werde versuchen, mehr über diese Söldner herauszufinden. So. Wir treffen uns dann in Brightwall. Also ungefähr 2 Stunden heute. Also muss ich gucken. Top 8.
Besuch! Ich hab hier so einen komischen Hundetrank, oder? So. Sehr schön. Was machen wir jetzt so? Diese Kammer unter Brightwall klingt faszinierend. Ich habe natürlich schon Gerüchte gehört, aber nur echte Helden haben sie überlebt. Rassenauswahl haben wir auch noch. Nein, ich hab hier Uhrwerk-Hundetrank, Setter-Hundetrank und Collie-Hundetrank. Wiss ich nicht. Mal gucken, geh mal weg hier. Wenn ihr geht ein Geschenk habt, bewahre ich es für euch auf, bis ihr es öffnen möchtet. Ich gucke auch nicht. Weihnachtskostüm. Okay. Cremefarbenes Färbemittel. Heilender Tätowierungssatz. Knallrosa. Okay. Heiliger Kostüm Damen. Herren. Schwarzes Färbemittel. Bauerstone Soldatenuniform. Okay. Das waren dann wohl alle Geschenke. Naja, egal. Mach mal jetzt hier weiter. Mein Gott. Es ist so voller Bugs, voll das Ding, ey. Ich weiß auch nicht, wie man das zocken kann. Naja, dafür gibt's ja keine Uploads mehr. Updates, nicht Uploads. Wir sind hier auch hier rum. So. Ach, die buddelt da gerade hinten. Da, was? Ein Diamant. Cool. Geschenke. Das Turm ist schon ziemlich alt, sind hier oder zum Berg. Da lang? Wir rennen ihr mal hinterher. Sie kennt sich besser aus. Sie hat schon 15 mal durch. Wölfe. Hi, ihr Banks. Oh, die hat ja schon. Ach Mann, jetzt will ich meinen Hund immer abmurksen. So, Grabungsort. Für die Leute, die das Spiel neu anfangen, was ich nicht glaube. Eine Perle. Wo ist denn hin hier die Perle da? Schon da hinten, die klopft ja schon da unten. Meine Brüder nehmen wir was zu machen hier. Klappt die schon hier durch die Gegend. Und der Hund ruht sich aus. Alles klar. Wem? So. Geh doch, geh mal aus der Nähe kommt, Mann, Alter.
Oh, ich dachte schon, ey. Ich krieg keine Erfahrung. Nein, das wird mir nicht angezeigt. Warum schießt der noch? Ja, wir haben ja in unserem vorigen Let's Play schon alles gezeigt hier. Also wenn wir mal... Wenn wir jetzt nicht zu lang damit durchmachen. Bis wir in der Aurora oder sind. Dann wird es natürlich wieder langsamer, weil wir da das wieder zeigen müssen. Ihr wisst ja, der legendäre letzte Part. Warum mich der Stein gefangen hat. In Aurora. Da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Und das soll sozusagen Speed ran bis Aurora und danach geht's wieder normal weiter. So. Aber Schlüssel brauchen wir. Die Schlüssel brauchen wir. Ah ja, mit A kann man ja rennen. So. Oh man. Jetzt bleib ich wohl noch hängen hier. Gold. Wie hab ich denn jetzt? Das müssten 5 Millionen sein. Bin mir nicht ganz irre. Ey, Hündchen, schieb mich ja nicht weg. Ich weiß, du bist klein und schnucklig, aber egal. So. Haben wir schon was übersehen oder kommt das erst später? Ich habe ja schon Dreier. Haben die ja schon eingesammelt da oben. Aha. Okay, machen wir später. Da, la, 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 la. Hä, was macht denn dein Hund, sag mal? Der rennt hier im Kreis. Ja, aber der rennt ja immer noch da. Dein Hund ist lustig, echt. Warte, ich komme. Ich sehe, ihr nähert euch Brightwall. Ein netter kleiner Weiler. Eine perfekte Gelegenheit, euch mit den ehrlichen Bürgern dieses Königreichs vertraut zu machen. Fern von der Wimmel der Stadt und dem Fabrikrauch. Geht doch mal weg, natürlich bitte. Würde sie ein weniger wohlmeinender Gast Tölpel nennen, aber ich ermutige euch, in ihren Läden einzukaufen, in den Tavernen zu trinken und an ihrem Kleinstadtleben mit der ganzen Türen machen wir einen extra Spezialstream. Wenn wir die Türen öffnen. Klar, Leute? Dann geht's nicht storymäßig weiter, dann geht's dann einzig allein die Türen, was man öffnen kann. Zurzeit dann. Weil eine Tür weiß ich, die kann man nur als König öffnen. War mir ein Vergnügen. Bist du hinter mir? Ach, da oben. Oben drinnen. Wenn ich was für euch tun kann, guckt einfach. Na, ich habe jetzt nicht gesehen. Bei mir bist du über die Brücke gerannt. Ihr müsst euer Haus verteidigen, Leute diskret aus der Ferne erledigen. Wir haben, was ihr braucht. Aber irgendwie ist heute ein Delay drinnen hier.
Ja, Leute, neuer Controller, komplett neuer Controller ich kommt auch. Ich führe den besten Laden, Bright Wolf. Keine Sorge. Warte, ich komme. Warte, wie? Markus Arriby. Nein, ich will nicht schlafen. Ich will das Buch jetzt sammeln, Leute. Er fürchtete, dass diese Tatsache seine Bedeutung schmälern könnte. Also, ich komme darauf, dass die Buchstaben hinter seinem Vornamen ein seltsamer Nachname seien. Niemand am Hof wagte je, dies anzuzweifeln. Zum einen aus Furcht vor Bestrafung, zum anderen, weil jedes Gespräch über dieses Thema einfach nur lächerlich gewesen wäre. Jetzt kriegen wir ja schöne Waffen. Da haben wir einen Superschlüssel. Kommst du mal? Danke. Ja, Schatz ist auch noch. Hühnchen, das weiß ich. Na, ich muss mich schon mal durchlassen. So. Gott, reagiert der Controller aber träge heute. Vor allen Dingen als Hühnchen verkleiden nachher. Später. Finde ich ja lustig. Da taucht plötzlich mal so ein Kind auf vor mir. Die Zwerge ist da ja später, oder? Warum willst du unbedingt die Zwerge machen? Was kann ich für euch tun? Niemand wusste, woher das sie Buch kamen mit und oder wohin zu sie nach ihrer schrecklichen Orgie des Blutvergießens war gehen würden. Eine Kiste? Man wusste nur, dass sie kamen und mit ihnen kam das Armageddon. Sie brachten alle um. Auf unvorstellbar grausame Weise. Und selbst wenn man es sich vorstellen könnte, würde man es nicht tun wollen, glaubt mir. Ihre Raserei ließ nur wenige im Dorf zurück. Und für Jahrzehnte konnten die wenigen Überlebenden und ihre Nachkommen den Namen des schrecklichen Übels kaum über die Lippen bringen. Papa, bloß gut, dass es nicht aufgenommen wird. Da können ja die Ohren wegfliegen von der armen Zuschauer. So. Moment, warte, ich bin gleich da. Also arbeiten kann man hier auch, das wisst ihr ja. Kennt ihr ja Fable 3. Ey, was ist denn jetzt los? Was ist denn los, ey? Ein Gehake, ein Kringel, ein Wurzel hier da. Ich glaube nur. Ich kann nur kloppen. Da macht keiner auf. Ja. Ich brauche erst das Paket dafür. So. 5 Superschlüssel habe ich. Dass man die Silberschlüssel nicht benutzen kann, um die Türen zu öffnen. Das wäre doch geil. Ist nur für Kisten. Warte. Gedrückt halten. Ganz ruhig. So, welche Leistung haben wir denn überhaupt? Automatisch. Was? Ich könnte 1080p anwenden? Ist ja heftig. Ey, sag mal. Man kann keinen Weg laufen. Die Bücherei ist des Königs geschlossen. Wir verkaufen.
weder Getränke noch Hühner. Jetzt alles ein Papyrus. Was ist denn nur? Echter Besuch. Ich fürchte, ich habe die Wahrheit gesagt. König Logan hat die Akademie geschlossen. Jetzt bin ich nur noch Hausmeister. Nur Hausmeister. Ah. Heiliges Zeichen. Das Gildensiegel. Heiliges Zeichen, das Gildensiegel. Ich sah es zuletzt, als der alte Heldenkönig hier war. Sag mal, kann man Teil 2 dann seid ihr der Prinz, ja. Gute Güte. Bitte, hier entlang. Euer Vater sagte mir, dass einst jemand mit dem Siegel käme und Einlass in den Reliquienraum begehre. Doch ich dachte nie, dass es zu meinen Lebzeiten geschieht. Natürlich hat er die Akademie gegründet. Ja, es hat gerade ihr Vater überlegt, was er wohl tun würde, wenn er sie heute sehen könnte. Und meinst du die? Da wollte ich gerade hin. Öffnen. Hallo. Ja, mach du auf. Bei mir wollte es heute nicht. Da sind wir. Ich glaube, der Monat sucht ja. Wie viele Forscher und Professoren. Junge, jetzt gehen wir nicht auf den Geist. Sie zu öffnen. Doch ich wusste, es gibt nur eines, das je öffnet. Auch zu labern, habe ich schon mal gesagt, Junge. Also wie gesagt, das wird jetzt hier schnell durchlaufen, bis wir erstmal kaufen können. Also ich Immobilien kaufen kann. Da wird erstmal gekauft. Wir sind ein wahnsinniger. Dann wird auf denselben Stand gebracht wie das Let's Play, schätze ich mal. Und dann ab Aurora geht's normal weiter. Da wird wieder alles gesucht und gesucht. Hä? Der Meister hat der Meister. Was ihr hinter dieser Tür finden werdet. Dieses Wissen. Alter! Hör mal zu labern! Ich nehme euch eure Bedenken nicht übel. Also bei mir labert er nicht mehr. Jetzt. Meine Fresse. Ich hatte hinten schon einen Lichtschein vom Schwert, ey. Also bei mir ist jetzt Bildschirm, das ladet jetzt so. Und dann speichert es und dann müsste man eigentlich unten drinnen stehen. Meine Bete. Geld durch Arbeit. Keiner von uns beten hat gearbeitet. Den Spiel. Ja, jetzt bin ich unten drin. So. Yep. Man könnte jetzt noch die Schränke durchgucken, aber hier liegt ein wichtiges Buch. In einem Schwertkampf müsst ihr dafür sorgen, dass ihr als Erster trefft. So einfach ist das. Ja, genau. Ey, hab ich doch jetzt gesagt, für Isabur gibt es seltene Puppen, für Kinder gut sind. Mach auf. Weil die hat das Spiel schon durch. Ich habe jetzt hier ein Hundetrainingbuch. Und Gold. Ich kriege Gold. Hey, man kann hier gar nicht durchsuchen, weil der Blutsack vom Buch noch quatschen tut, ey. Okay. Ja, nun, warte doch mal. Was ist denn? Ey, da ist mein Köter. Komm mal her hier. Komm doch mal her! Ich lass dir den Arsch, kommst du jetzt her?
blöder Sack. Kriegst du kein Buch. Idiot. Kann man den jetzt nicht im Versteck auch noch geben? Ja. Ich kann aber nicht anquatschen. Jetzt. Hä? Ich habe hier kein Buch zum Auswählen. Ich habe nur den blöden Trank da. Was ist das für ein Trank? Ja, jetzt sagt es, bei der Kiste öffnen. Oh Gott, ey, was ist denn hier heute los, ey? Mein Gott, nimm Hustenbonbon. Ist ja schlimm, die kratzt ja bald am Telefon ab hier. So, jetzt kriegen wir doch Schwert. Oder? Weiß nicht so. Ah, hallo. Hier ist nochmal Jasper. Ich glaube, das erstaunliche Ding ist ein sogenannter Kreisel. Ja, müsste ich ja schon drüben und haben, wo oder? Wir gerade von erstaunlichen Dingen sprechen. Ich habe etwas Unglaubliches im Unterschlupf gefunden. Ihr solltet so schnell Schwerter wie möglich haben wir doch schon rübergegeben, oder? Ja, mein Gott, hält eine Waffenkammer mit ganz erstaunlichen Waffen, heroischen Waffen, die euer Vater euch hinterlassen hat, hier entlang. Zugegebenermaßen wirken diese Waffen noch nicht sehr beeindruckend, aber im Buch steht, dass sie sich durch die Benutzung verändern. Sie werden tödlicher und entwickeln fantastische Eigenschaften. Es handelt sich um lebendige Waffen. Und eure Art zu kämpfen bestimmt, wie sie sich entwickeln. Das Schwert kann eure Feinde mühelos aufschlitzen. Und je nachdem, wen ihr tötet und wie, wird es immer stärker. Hör auf zu labern. Ja, jetzt habt ihr eine Waffe und solltet in die Kammern unter der Brightwall Akademie zurückkehren. Ah ja, der Kreisel. Man aktiviert ihn, indem man ihm einen Schlag versetzt. Ja. Eure neue Waffe sollte dafür geeignet sein. Jetzt muss ich warten. Wenn ihr nicht zu beschäftigt seid, geht doch mal zum Unterschriftladen. Ich glaube, sie haben etwas Neues da. Was ist denn das für ein Blödsinn? Die Waffenkammer erwartet euch. Nein. Ich habe aber hier einen Bedels Entersäbel. Soll ich den nehmen? So, dann haben wir normale, okay. Okay, dann nehmen wir das. Ausrüsten, her damit. So. Achso, das legt man zu. Alles klar. Du hast ja dann auch Waffen, ne? Jetzt so. Sehr schön. Jetzt kommen die Mieskelette. Die wollen da einen auf die Mütze. Huch. Und dreht die Kamera.
krieg keine Erfahrung. Das Ding leuchtet auf. Nein! Das Ding leuchtet auf. Aber es geht ja nicht weiter. In dem Sinne. Das ist ja doof. Dann grab du mal los. Welche Truhe? Ach, da unten, achso. Die muss doch erst von den... Ist das ein Bibliothekar da? Der Fuzzi da oben? Von dem kommt doch ein Schlüssel. Das ist ja eine Quest von ihm, glaube. Oh, schöne Kisten da oben. So, nu? Magie. Achso, stimmt ja. Ist ja... Na, hoch doch drauf da, Junge. Ach halt. Jetzt bin ich schon drauf gelatscht. Und kommt schon Gegner. Okay. Boom. Na. Gott, hack doch nicht so, Mann. Du, ich wollte gerade einer in den Rücken hauen. Irgendwie ist das unlogisches Spiel heute. So, hier drauf, wa? Gegner. Oh. Hm? Na komm. Komm mir eklig, was Gegner zeigt doch. Gottchen, Gottchen. Maskottchen. Was denn da? Alles klar. Spiel. Alles klar. Bei mir hingst du noch an der Kiste, was du geöffnet hast, und hast die Bewegung gemacht, als ob du im Wasser bist.
Lass mal einen richtigen Mann ran. Mann. Was ist das denn? Ach, da. Mann! Muss die Kiste aufmachen, Junge. Mein Gott, geh doch mal drauf, du Mistvieh. So, das war's also. Ich stehle dem Architekten die Pläne für die Höhle, finde den geheimen Eingang auf der anderen Seite vom Mist, werde von ein paar hohlen Männern fast getötet, stoße mit einem Zeh gegen einen Stein und habe höllische Schmerzen. Und jetzt auch noch das. Ich weiß, hier gibt es einen großen Schatz. Und es hat etwas mit diesen Feuerschalen zu tun. Aber was weiß ich nicht. Doch ich gehe erst, wenn ich dieses Rätsel gelöst habe. Boah. Mag das bei dir auch so? Ist ja nicht mehr normal, ey. Ich bin gleich in die Tiefe hier. Was denn? Da ist er doch. Geht ja nicht. Komm, mach auf, Junge. Mach schneller. Haben nicht so viel Zeit hier. Hallo, lass du mal. Mein Gott, du Affe, geh doch mal drauf, ey. Aha, da geht was hoch. Wunderbar. Das müssen wir irgendwo runterspringen, also hier. Boah. Ey, das ist schlimm, ey, heute.
Da hätten sie eine Sprungtaste noch einbauen können, ey. Eierköppe. Aber nein, der Prinz und die Prinzessin, die springen nicht. Die bleiben lieber überall hängen. Trotteln. Ja, wie ihr wisst. Ja. Also hat euer Vater euch die Frage hinterlassen. Sie sind in der Waffenkammer. Können wir jetzt hier rein? Danke. Wie das Schwert und der Hammer entwickeln sich diese Waffen durch Benutzung und werden gefährlicher. Sie richten mehr Schaden an und erhalten andere. Mal. Das Gewehr. Großartig. Niemand wird sich euch nähern. Dürfen wir jetzt mal endlich. Die Pistole nur noch zu labern. Hier, sie stattdessen verwenden wollt. Ja. Probiert es in der Zwischenzeit aus und findet heraus, welche Geheimnisse es in sich birgt. Dann mal jetzt. Danke. Jetzt haben wir ein Geschenk gekriegt. Ja. Willkommen im Unterschlupf. Geht doch. Was? Gut geht's, Muskete. Arkwex Steinschlossgewehr. Gewehre sind Simmons Schrotflinte. Treffen dafür aber Ziele auf viel. Nehmen wir die Sandgun. Wo ist er denn hier? Sandgans. Nicht Gun. Nehmen. Danke. Und tschüss. Du sollst dahin schießen, Junge. Ja, komm. Oh, zwei Schuss oder was? Immer an mich liegt's. Was denn für Fertigkeiten? Ich hab keine Fertigkeiten, ich will keine Fertigkeiten. Sag mal! Der Hundi hat schon oder Angst, der Hundi. Komm gleich noch mehr. Ihr habt euch gut geschlagen. Tretet ins Licht. Ah, jetzt waren meine Punkte angezeigt. Ich habe 387. Achso, das Portal müssen wir ja. Stimmt ja. Stimmt, das müssen wir erst gedrückt halten hier.
Gratuliere, Held. Gratuliere, Held. Die Berührung des Gildensiegels hat gezeigt, was ihr werden könnt. Dass ihr die Spieluhr habt, zeigt, was ihr bereits seid. Nur ein Held konnte dies schaffen. So langsam lernt ihr, welche Kraft ihr besitzt und welches Potenzial noch in euch schlummert. Aber ihr habt erst den ersten Schritt auf eurer Reise getan. Albion ruft nach einer Revolution und jemandem, der sie anführt. Anhänger für eure Sache zu finden wird schwer. Sie gegen Logan zu führen, wird eine noch größere Herausforderung. Aber ihr müsst es schaffen. Er wird für seine Taten bezahlen. Hier geht es nicht um eine persönliche Fehde. Solange euer Bruder auf dem Thron sitzt, ist Albion in großer Gefahr. Öffnet die Spieluhr. Sie zeigt euch die Wahrheit. Ja, mein Gott, ich hab jetzt grad mal geguckt, Junge. Albion ist mein. Seine Städte beugen sich mir oder werden brennen. Seine Berge neigen ihr Haupt oder werden zerfallen. Albion ist mein. Sein Volk ist mir treu ergeben oder stirbt. Nur ich alleine werde über seine Zukunft entscheiden. Ich weiß, was ich tun muss und nichts wird mich aufhalten können. Wir werden größer und wir werden noch stärker sein. Ganz gleich, welche Opfer dafür auch nötig sein werden. Albion ist mein. Ich würde es lieber zerstören, als es aufzugeben. Wenn ihr noch an der Notwendigkeit einer Revolution gezweifelt habt, war das eure Antwort. Unter der Herrschaft eures Bruders wird das Reich untergehen. Jetzt müsst ihr euren ersten Verbündeten finden. Ihr könnt keine Rebellion ohne Anhänger führen. Sabine ist ein guter Mann und sein Volk ist stark. Mitte. Na komm, mach ich hin. Wir nehmen schon mal alle Kisten. Richtig. Dann nehmen wir die Kohle an. Hier da. Also die Punkte. Das hier vorne rum, da. Vermieterpaket. Sehr schön. Eine Kiste habe ich noch, Mädel. Schockzauber. So, jetzt kann man abbauen. Jetzt tauchen wir ja bei den Herren auf. War's nicht so? Heilige Kartei. Heilige Kartei. Es ist geschafft.
Das ist ein Grund zum Jubeln. Albion hat wieder einen Helden. Zwei Helden. Falls ich hier nützlich sein kann, wäre es eine Ehre, euch zu dienen. Euer Erfolg war gewiss, Sir. Jetzt habt ihr den Beweis für euren Heldenstatus. Und ich glaube, Walter hat Fortschritte mit dem Söldnerproblem gemacht. Er wartet vor der örtlichen Taverne auf euch. Wollen wir gleich weitermachen? So. Trautes Heim, Glück Kauf. Allein, sagt man doch. Aber ohne schöne Möbel ist das Glück schnell getrübt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? So. Jetzt können wir hier oben nämlich rein. Was ist denn? Achso, Buch. Eine große runde Kuchenform einfinden. Na, nur doch nicht hier hinter der Türe, Junge. Also. In einer großen Schüssel mischen und anschließend in die Kuchenformen gießen. 30 Minuten Gott, ey, wenn irgendjemand was quatschen tut, ja, ey. Das hakt wie bekloppt bei mir. Sicher und empfiehlt sich, bevor eure Mama entdeckt, dass ihr eine der anderen Sachen gemacht habt, die ich in meinem Buch beschreibe. Karte verleihen jedem Gesicht Ausdruckskraft. Nein, nicht du. Vagabund, findet ihr das schick? Ihr werdet bestimmt zufrieden sein. Schön, mit euch Geschäfte zu machen. Diesen Kauf werdet ihr nicht bereuen. Tränke für jede Lebenslage. Was sind das? Goldene Möhren oder normale Möhren? Da seid ihr am richtigen Ort. Wow, du bist doch der Mann, der ein Held sein soll, oder? Ja, wenn es nicht aufhängen würde. Hoffentlich gefällt es euch. Das werdet ihr nicht bereuen. Hoffentlich gefällt es euch. Da ist ja noch Teil 1, die goldenen Möhren. Wisst ihr noch, wo du die Nacht übersprungen hast? Ich führe den besten Laden, Brightwalls. Hammelfleisch. Kommt nur herein. Ja gut, die guckt man. Wart ihr erfolgreich? Fantastisch. Es wird euch freuen, dass ich jetzt etwas über die Söldner weiß, die Sabine erwähnt hat. Ihr Anführer ist ein Mann namens genau in den Ausschnitt gucken. Er war früher Soldat, hatte aber schon immer mehr mit Banditen und Halsabschneidern gemeinsam. Seine Männer verschanzten sich in einer kleinen Festung in den Bergen. Aber ich habe da schon einen Plan. Ja, nun hopp, hoch, Walter. Mein Gott. Mit den Labertaschen. Einer der Söldner. Ein kaltblütiger Mörder. Er heißt Clarence, wird aber von allen Jimmy genannt. Er hat den ganzen Tag in der Schenke getrunken und den Leuten das Leben zur Hölle gemacht. Es war nicht schwer, ihn abzufüllen. Diese jungen Schläger. Alles halbe Portionen, wenn ihr mich fragt. Wie auch immer, nehmt ihm die Kleider ab und ihr kommt ungehindert ins Lager. Versucht diese Flecken einfach zu ignorieren. Oh Mann. Um jemanden zu überzeugen, müsst ihr euch schon noch etwas mehr anstrengen. Selbst diese Idioten merken, wenn der Bart oder Tätowierungen fehlt. Aber ihr könnt bestimmt alles Notwendige in der Stadt besorgen. Ich werde herumfragen, mit wem ich über Nahrung für die Vagabunden sprechen kann. Man hat hier vielleicht nicht viel übrig, aber die Leute sind freundlich. Man muss sie nur überzeugen. Wie auch immer, viel Glück mit Zeker und seinen Söldnern. Das wird euer erster richtiger Kampf. Aber ich weiß, dass ihr das schafft.
Nehmt die Kleidung. Ihr habt genug Gold, um die abstoßenden Objekte zu erstehen, die ihr benötigt, um eure Söldnerverkleidung zu vervollständigen. Tolle Leistung für ein Mitglied der königlichen Familie. Falls ihr Geschmack an der Arbeit gefunden habt, könnt ihr natürlich so lange weiterarbeiten, wie ihr wünscht. Warum soll ich denn arbeiten? So, welche Tätowierung waren das jetzt so? Was sucht ihr? Es ist zwar teuer, aber die Ware ist jede. Ja, wir haben gleich die Umkleidedinger drinnen, weißt du? Also, mein Vater wollte ja auch nicht. Ihr scheint alles zu haben, was ihr für eure widerwärtige Söldnerverkleidung benötigt. Kommt in den Unterschlupf zurück, wenn ihr euch umziehen möchtet. Jetzt habe ich jetzt Zeug gehoben hier. Wenn ihr irgendwo bessere Preise findet, nach ein paar Tagen noch einmal. Überrascht es mich nicht, wenn ihr dort einkauft. Den Erfolg habe ich doch schon. Das ist im Angebot. Das werdet ihr nicht bereuen. Das ist heute Ach so. Ein guter Kauf. Da. Also wenn wir den Sachenerfolg hier kaufen. Alles, was hier rumsteht. Das ist im Angebot. Also müsst ihr schon ein bisschen Geld haben. Das werdet ihr nicht bereuen. Das ist im Angebot. Ja. Das werdet ihr nicht bereuen. Ja, genau. Ja, bin ja schon. Begeben wir uns in die Ankleide und suchen euch eine Verkleidung, ja? Da. Klammer den Kamel. Na, lauf doch rein da. Die passende Gesichtsbehaarung schmückt die Büste dort. Ist das ein seltener Bart? Ja. Okay. Perfekt. Ihr seht gefährlich und absolut verdorben und verrot aus. Jetzt die Tätowierung. Tätowierung da. So. Na ja, sehr söldnerisch. Mein ihr Gott, werdet gut zu diesen Monstern passen. Und jetzt solltet ihr euch um Saker kümmern, oder? So, jetzt haben wir doch alles. Zack. Das gefällt mir nicht. Findet Hauptmann Saker. Schaut euch ruhig an. Gott, ey, dieses scheiß Gehake. Echt, ey. Ist ja schlimmer wie ein Puff, ey. Ich habe die allerbesten Waren und das sorry, aber... Die beste Ware Brightwalls. Ich habe die beste Ware in Brightwall. So, da. Himmel, Herrgott, renn nochmal.